Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen und das Wasser schwänzen in die Höhe. Monika! Hallo, kann ich mit euch spielen? Nein, meine Eltern erlauben es mir nicht mehr, mit dir zu spielen. Wieso? Ich hab's. Weil du ein Judenschwein bist. Wir dürfen nicht mehr mit dem Judenpack spielen. Und wenn du uns weiter verfolgst, jagen wir dich durch den Schornstein. Kommst du? Ein Juden... Juden was? Monika war meine beste Freundin gewesen. Wir haben immer gemeinsam mit meiner Puppe gespielt. Aber dann wurde ihr Vater zum Blockwart ernannt und ihre Eltern haben ihr verboten, mit mir zu spielen. Die Verfolgung hatte aber schon früher begonnen. Mein Vater hatten sie kurz nach meiner Geburt schikaniert und genötigt, in die Wehrmacht einzutreten. Warum ist Tante Inge noch da? Inge, sie hat recht. Wieso bist du noch hier? Geh und bring dich in Sicherheit. Ach du, komm, diese paar Bomben. Ich habe Schlimmeres erlebt. Inge, bitte geh, bevor es zu spät ist. Was wollen Sie hier? Sie müssen uns hier bleiben lassen. Wir sind ausgebombt. Draußen wartet der sichere Tod. Es sind Juden. Das sind gottverdammte Juden. Ich hoffe, die anderen sind verständnisvoller als diese Frau. Du musst die beiden hinauswerfen. Es ist deine Verantwortung und deine Pflicht, dich an die Regeln zu halten. Juden dürfen nicht in den Luftschutzbunker. Du wirst zur Verantwortung gezogen werden. Denk an uns. Denk an deine Familie. Denk an uns, Papa. Was habe ich nur getan, dass meine ehemalige beste Freundin, Monika, sich so von mir abgewandt hat? Was habe ich ihr nur angetan? So fürchte ich mich vor ihm. Marion, schau! Hier bekommen wir bestimmt Schutz. Hey, schmeißen Sie sie raus! Es ist verboten, Judenschutz zu gewähren. Niemand wird es erfahren, nur bis der Bombenhagel vorbei ist. Es tut mir leid, ich muss Sie bitten, die Kirche sofort zu verlassen. Bitte, draußen ist es nicht sicher. Gehen Sie, Sie bringen uns alle in Gefahr. Bitte, ich kann gehen, aber meine Tochter, sie ist doch noch so jung. Sie werden die Kirche umgehend verlassen. Bitte. Ich bin nicht befugt, Judenschutz zu gewähren. 3 Tage und Nächte sind wir durch die brennende Stadt geirrt. Dann konnten wir uns in die Evakuierungstrecks einreihen, die im Umland in Sicherheit gestellt wurden. Da fand uns Tante Inge und brachte uns in das Versteck, das mein Vater für uns organisiert hatte. Bis zur Befreiung mit Kriegsende haben wir in einer Gartenlaube an manchen Tagen in einem Erdloch versteckt überlebt. Ihr hattet doch das Interview mit Marion. Erzähl mal ein bisschen, wie war das so? Also das Interview war richtig, richtig, richtig cool. Sie hat halt sehr viel über die Zeit nach den 1945er Jahren mit mir geredet. Und ich fand es sehr bewundernswert, dass sie trotz ihrer Kindheit die Kraft hatte, in den 1960er Jahren Teil der Studentenbewegung gegen die Rassentrennung zu sein. Und wir haben auch viel über die Demonstration geredet, auf die sie heute noch mit ihrem Mann geht. I've been a fighter all of my life, and I remember when I was still in hiding, and we were in our little earthen dugout, and I thought to myself, if I ever lived, then I would never hide again. Good luck, guys.